Kalimera aus dem wunderschönen Griechenland. Um genauer zu sein, befinden wir uns hier auf der Insel Milos und nach 1,5 Jahren Asien sind wir zurück in Europa. Allerdings nur für eine kurze Zeit. Wir verbringen den Sommer hier in Europa und haben uns Griechenland als Ziel rausgesucht, um euch das in einer neuen kleinen Insel-Hopping-Serie vorzustellen. Und wie kann man schöner beginnen als auf Milos? Es ist ein kleiner Hidden Gem, würde ich immer noch sagen, hier in Griechenland. Und heute nehmen wir euch einfach mal den ganzen Tag mit. Wir sind gestern angekommen und zeigen euch, warum es sich lohnt, noch nach Milos zu reisen, was hier zu bieten gibt und wie unser erster Eindruck von dem wunderschönen Griechenland ist. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, weil da verraten wir euch nämlich einen geheimen Strand, den wir hier ganz zum Schluss auf Milos entdeckt haben. Hi, wir sind Laura und Finn. Seit 2020 reisen wir als digitale Nomaden um die Welt und teilen auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal jede Menge Reisetipps, Guides und Alltagsmomente auf Reisen. Nach 2,5 Jahren sind wir jetzt das erste Mal zurück in Europa und verbringen den Sommer mit Island Hopping im wunderschönen Griechenland. Wir wohnen in dem Ort Adamantas. Das ist auch direkt am Hafen, da wo wir gestern angekommen sind. Und gestern haben wir uns direkt einen kleinen Scooter organisiert. Wir können nämlich endlich wieder Scooter fahren hier. Das ist das erste Mal, ich glaube, es ist wirklich das erste Mal für mich, dass ich in Europa Scooter fahre. Richtig geil. Auf jeden Fall, hier wird das alles ein bisschen strenger genommen als in Asien. Also wir haben hier einen 125er Scooter und da haben sie dann tatsächlich mal auf den Führerschein geschaut, ob ich das auch fahren darf. Ich selber habe einen Motorradführerschein in Deutschland, das heißt, ich darf quasi alles fahren. Aber wenn ihr einen Scooter leihen wollt, dürft ihr mit dem Autoführerschein halt nur 50 Kubik leihen. Das soll irgendwie in den Bergen dann tatsächlich ein bisschen wenig sein. Heißt, es gibt hier auch dann Quads und natürlich ganz normal auch Mietwagen. Wir fahren tatsächlich richtig viel mit Squads rum. Also wir haben gestern so eine ganze Armada am Squads gesehen. Ansonsten ist natürlich wirklich das Gängige, dass man auch ganz viel in Griechenland immer mit dem Auto macht. Aber wir könnten es uns nicht nehmen lassen, dann auch auf die günstigste Variante und die spaßigste Variante mit dem Scooter zurückzugreifen. Ich glaube, und da ist er schon. Ich glaube, wir zahlen 22 Euro pro Tag. Ja, und haben vernünftige Helme bekommen. Aber jetzt schwimmen wir uns erstmal rauf und los. We made it to Klima! Und nicht das Wetter hier, sondern die älteste Stadt auf Milos heißt Klima. Und es wird irgendwie geglaubt, dass die allerersten Fischer hier sich gesettelt haben. Und es gibt irgendwie auch weniger als 20 dauerhafte Bewohner hier im Dorf. Also es ist echt eines der kleinsten Dörfer. Aber es soll auch eines der schönsten sein, oder? Genau, weil hier wohnen alle direkt am Meer und es soll so ganz bunte Häuser haben. Wir laufen jetzt gerade hin, die Anfahrt war auf jeden Fall schon. Oh, das war ein Traum. Leute, also, das ist so schön. Ich finde wirklich, mit dem Scooter über so eine Insel zu düsen, ist einfach so das Schönste. Man hat überall das Meer gesehen und wir sind jetzt, glaube ich, knapp so 10, 15 Minuten hier gefahren. Also die Insel ist auch echt nicht so riesig. Die ganzen Häuser sind hier direkt ans Wasser gebaut und es ist wirklich total schön anzuschauen, weil die alle anders angemalt sind. Das heißt, normalerweise gibt es ja immer dieses dunkle Blau und dann die weißen Häuser, aber hier sind es einfach ganz, ganz viele verschiedene Farben und es ist einfach wahnsinnig schön anzugucken und es ist super traditionell. Und genau, im Winter können dann tatsächlich hier die traditionellen Fischer immer noch ihre Fischerboote dann einfach quasi ins Wohnzimmer reinstellen. Ich weiß nicht, wie viele das wirklich noch machen. Wir haben jetzt schon ab und zu mal hier in ein Haus reingeschaut und es sah dann eher aus wie ein richtiges Wohnzimmer und nicht wie eine Schiffsgarage. Aber es ist auf jeden Fall echt richtig schön. Wir finden es auf jeden Fall richtig krass, wie heiß es hier ist. Und es ist so anders heiß als in Asien. Also es ist einfach diese absolut trockene Sommer-Europa-Hitze. Und deswegen müssen wir als allererstes baden gehen, um uns einmal für diesen Tag zu erfrischen. Wir sind jetzt hier im Norden der Insel am Strand Plachiena und es soll einer der schönsten Strände sein. Der befindet sich hier und wir haben hier generell mal eine Karte von Milos ausgepackt. Und das Interessante ist, dass man hier im Westen der Insel, das ist alles Nationalpark. Heißt, hier soll man auf keinen Fall hin, weil
Da wohnen ganz viele Schlangen. Also da möchten wir auch gar nicht hin, aber das ist auch so ein geschütztes Gebiet, was ich ganz spannend finde. Aber hier unten ist Clef Tico und es ist eine der schönsten Areas von Milos. Da kann man allerdings nur mit dem Boot hin, das machen wir dann wahrscheinlich in wenigen Tagen. Da kann man sich dann zum Beispiel ein Boot mieten oder auch in so einer geführten Tour hinfahren und da freuen wir uns auch schon mega, mega drauf. Ansonsten befinden wir uns aber aktuell hier. Hier ist Klima, da waren wir vorhin in diesem kleinen Flüsseldorf, jetzt sind wir hier und später fahren wir hier rüber noch. Also das meiste Leben spielt sich hier auf der Insel ab. Und ja, es ist auf jeden Fall eine kleine, süße Insel mit Airport sogar, wenn man fliegen möchte. Wir sind im Boot gekommen, ist ja auch in Ordnung. Es tat auf jeden Fall richtig gut, hier jetzt einmal ins Wasser zu hüpfen und sich ein bisschen zu erfrischen, bevor unsere Sightseeing-Tour hier auf Milos gleich weitergeht. Was gehört zu einem absolut perfekten Tag in Griechenland? Ein Pita. Und das sind so Dinger, die gibt es überall in Griechenland. Da sind dann meistens Pommes, bisschen Salat und Fleisch oder auch Falafel dabei. Die sind wirklich total preiswert. Also wir zahlen jetzt dafür irgendwie 3,50 Euro oder so. Und Leute, es ist einfach überall so lecker. Also wir könnten in Griechenland die ganze Zeit nur essen. Das ist einfach der perfekte Mittagssnack. Wir sind auf dem Mond angekommen. Nein, wir sind in Sarakiniko, heißt es, glaube ich, hier. Und es ist, glaube ich, mit einer der berühmtesten Stellen auf Milos, weil hier ist eben so eine Bucht an Wasser mit so kalkweißen Steinen. Sieht magisch aus, Leute. Ich glaube, die Kamera kann es nicht ansatzweise einfangen, was hier abgeht, aber es sieht so krass aus. Und wir kannten es schon von diversen Videos auf YouTube und Fotos und so weiter, aber in echt. Ich will jetzt runter und dann so schnell wie möglich ins Wasser. Ja, die Landschaft hier lädt auch wirklich richtig krass ein zum Fotos machen. Also hier sind überall Leute, die sich dann irgendwie hier in diese weißen Felsen reinstellen und so Fotos machen. Und da, kleiner Tipp, falls ihr da Fotos machen wollt, dann zieht euch irgendwie was Krasses im Kontrast anderes dazu an. Also jetzt auf keinen Fall irgendwie was Weißes oder was Graues oder so, sondern am besten irgendwas ganz Schrilles. Dann sieht das echt richtig cool aus. Und jetzt sind wir hier so ein bisschen runtergekraxelt und müssen natürlich jetzt erstmal hier in diese Lagune reinspringen, die sich echt hier so ein bisschen in diese Felsen reinzieht. Also ich glaube wirklich so ein Ort, habe ich auch bisher noch nicht gesehen. Wir sind jetzt wieder zurück von unserem Beachausflug hier im Hafen von Adamantas. Da ist nämlich unsere Unterkunft und das ist so eigentlich einer der Hauptbereiche. Das sieht man auch hinter mir. Es ist total schön, weil man da so ein bisschen auf diesen Ort drauf gucken kann. Und hier saßen wir jetzt auch schon gestern Abend und haben hier den Sonnenuntergang geguckt. Das ist, war wirklich sehr, sehr magisch. Und ja, Milos gehört ja zu den Kykladen. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Oder Kykladen. Und ich dachte früher immer, dass diese weißen Häuser mit den blauen Türen und diesen Fensterrahmen, dass es da eigentlich nur eine Insel gibt, so in Santorini, dass es nur eine Stelle gibt, wo dann halt dieser Ort ist mit diesen weißen Häusern und den blauen Fenstern. Aber auf den Kykladen ist es überall so. Das war für mich kurz vor diesem Griechenlandurlaub gar nicht so bewusst und das ist wirklich total krass zu sehen, wenn man hier über die Insel fährt, weil wirklich einfach jedes Haus ist weiß und es hat eigentlich auch jedes Haus diese blauen Fenster drin. Also es fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie in so einem Disneyland Theme Park irgendwie hier durch die Gegend zu fahren und das macht irgendwie den Vibe der Insel total besonders und dazu kommt auch einfach, dass es bisher auf jeden Fall wahnsinnig ruhig hier ist. Also wir haben bisher überall Easy Parkplätze gefunden, also es ist nicht so wie in Mallorca, wo man dann auf dem Weg zum Strand irgendwie erstmal 10 Minuten in der Parkplatz, Haltestelle, was auch immer warten muss,
Also es ist wirklich total entspannt. Außerdem gibt es ja durchaus auch Inseln hier in Griechenland, die sehr für den Partytourismus bekannt sind. Das sind vor allem Mykonos und Ios, glaube ich, die vor allem so Partytouristen anziehen. Da habt ihr Glück, hier auf Milos ist es wirklich total entspannt. Es gibt eigentlich kaum Partys, wir haben uns da auch schon mal informiert. Es gibt ein paar Bars, ein bisschen Live-Musik für abends, aber so richtig Partytourismus gibt es ja eigentlich gar nicht. Eine Followerin hat uns außerdem darauf aufmerksam gemacht, dass es hier so ein Interrail-Ticket gibt für die griechischen Inseln. Das ist echt total cool. Das ist immer so für einen Monat gültig und dann könnt ihr die Anzahl der Reisetage wählen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 4 Reisetage wählt, dann könnt ihr auf 4 verschiedene Inseln gehen. Und ich glaube, bei den 4 sind nur nationale Fähren dabei und dann gibt es irgendwie noch ein größeres. Da sind auch internationale Fähren dabei. Das heißt, ihr könnt irgendwie aus Italien kommen und dann hier so ein bisschen Island-Hopping machen und das ist vergleichsweise echt richtig günstig. Wir haben nämlich hier für die Fähre von Athen hierher, glaube ich, 60 Euro oder so pro Person bezahlt und ich glaube, das ganze Interrail-Ticket kostet irgendwie nur 150 Euro. Heißt, da könnt ihr echt jede Menge Geld sparen und dann hier ein richtig cooles Island-Hopping-Abenteuer auf den griechischen Inseln erleben. Für mich geht es jetzt erstmal wieder zurück in die Unterkunft. Da ist Laura nämlich gerade schon dabei, das Essen vorzubereiten. Wir werden nämlich heute Abend ein bisschen kochen zu zweit. Das finden wir irgendwie auch immer total schön, hier die lokalen Supermärkte auszuprobieren. Und da müssen wir auch sagen, sind die hier in Griechenland echt richtig, richtig cool. Wir sind ja irgendwie immer die Supermärkte in Asien gewohnt. Und wir finden das dann mal voll spannend, so neue Supermärkte zu sehen in anderen Ländern. Und da ist die Auswahl, die wir jetzt hier in Griechenland hatten und auch die Preise, wirklich richtig, richtig gut. Wir haben, glaube ich, jetzt so Garnelen und Nudeln gekauft und haben dafür jetzt so 10, 12 Euro insgesamt für das gesamte Essen bezahlt. Also wirklich richtig top, da habe ich richtig Bock jetzt drauf. Und dann geht es heute Abend noch zu einem richtig coolen Highlight. Wie könnte man den Tag auf einer Insel nicht besser beenden, indem man zum Sunset geht? Ich glaube, das ist wirklich eine der schönsten Sachen und ich liebe das auch einfach überall, den Sunset mir auf der Welt anzuschauen. Ich weiß nicht, das hat irgendwie einfach immer was Magisches. Und wir hatten, doch in Athen hatten wir auch schon einen Sunset, oder? Ja. Der war auch schön, der war auch sehr schön. Aber wir haben uns jetzt extra hier so einen Spot rausgesucht. Wir verlinken euch den auch mal, wenn der geklappt hat. Wir sind uns nämlich nicht so richtig sicher, ob das da jetzt cool wird, wie wir da hinkommen. Eigentlich dachten wir, wir können da direkt mit dem Scooter direkt ranfahren. Aber da war jetzt gerade so eine Straßensperre oder so. Heißt, wir mussten jetzt ein bisschen früher unseren Scooter abgeben. Und gehen da jetzt mal zu Fuß hin und schauen, ob wir auch den Spot finden. Made it, Leute. Das war nicht so einfach, aber jetzt ist es richtig cool. Wir sind hier direkt bei so einer Kirche. Wir flinken euch einfach mal an den Standort und von hier aus kann man sich jetzt auf die Mauer setzen und sich den Sonnenuntergang anschauen. Richtig schön. Also dafür, dass Milos jetzt unsere allererste Insel auf unserer großen Griechenland-Insel-Hopping-Tour war, hat es schon richtig krass unser Herz gewonnen. Also es ist ja, so eine stimmt. Entspannte, ruhige und definitiv noch nicht überrannte Insel. Ja, ich wollte auch gerade sagen, es gibt hier überhaupt keinen Traffic. Also wir sind jetzt noch vor Sommerferien, glaube ich, da. Vor deutschen Sommerferien. Genau, vor deutschen Sommerferien. Aktuell sind sehr viele Amerikaner, Australier komischerweise und natürlich die anderen Europäer da. Aber es ist wirklich, also wenn man sich dann teilweise so Videos oder so von Santorini oder Mykonos anguckt, ist kein Vergleich. Und es ist trotzdem so wunderschön, vielleicht auch genau deswegen, weil es noch so ein bisschen so ein Hidden Gem schon. Ist. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall auch, dass Milos jetzt schon eine meiner absoluten Lieblingsinseln hier im Mittelmeerraum sein wenn wird. Da bin ich mir weltweit. Sehr, sehr sicher, wenn nicht sogar weltweit. Man kann hier so schön baden, man kann hier so schön entspannen, man kann trotzdem aber auch genug unternehmen. Sie ist groß genug, um irgendwie, dass es einem nicht langweilig wird, aber klein genug, dass man sich jetzt nicht im Urlaub überfordert oder gepressured fühlt, was zu sehen. Nachdem Laura und ich diesen Vlog eigentlich schon beendet haben, haben wir ja, wie im Vlog erzählt, diese Bootstour geplant. Und die ist leider ausgefallen, weil es
es zu windig war an dem Tag. Aber dann haben wir uns ein bisschen mit einem Angestellten da vor Ort unterhalten und der hat uns dann erzählt von einem Geheimbeach und ich muss wirklich sagen, das war der schönste Strand, den wir hier auf Milos entdeckt haben. Wir verlinken euch einfach mal den GPS-Punkt und das ist so ein Punkt, da sieht man so eine große Fabrik auf Milos und da kann man dann quasi seinen Roller oder sein Quad oder was auch immer man hat abstellen und man kann dann so ein bisschen rechts runter zum Strand gehen. Und da gibt es dann immer so verschiedene Buchten. Das heißt, man muss durchs Wasser so ein bisschen durchwarten. Aber das war gar nicht weiter schlimm. Wenn man dann ganz bis zum Ende kommt, dann wartet da so eine richtig schöne Höhle auf einen. Und es war wirklich der eindrucksvollste Spot, den wir hier auf Milos entdeckt haben. Und jetzt wissen wir definitiv, wir werden wiederkommen.